Der CDU-Chef betont eines erneut: keine Zusammenarbeit mit der AfD. Es wird für uns weder im Europaparlament noch im Deutschen Bundestag noch in irgendeinem Landtag in Deutschland eine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben. Merz wendet sich sogar direkt an Menschen, die glauben, wenn sie ihre Stimme der AfD geben, könnte die CDU gemeinsam mit den Rechten Wahlen gewinnen. Ich sage das an die Adresse der Wählerinnen und Wähler, die vielleicht glauben, die Union damit unter Druck setzen zu können. So nach dem Motto, schaut doch mal und addiert doch mal, dann passt es doch. Nein, es passt nicht. Jede Stimme für eine solche Partei ist eine Stimme für die Ampel, für Rot-Grün und Gelb. Mit anderen Worten, Merz fordert Ampelgegner dazu auf, besser direkt die CDU zu wählen. Wohl auch, weil er angetreten ist mit dem Versprechen, die Zustimmungswerte für die Rechten zu halbieren. Und so ist die AfD heute bei der CDU anwesend, erklärt Politikwissenschaftlerin Ursula Münch. Die AfD sitzt mit dabei, also als Elefant im Raum, weil man eben überlegt, wie kann man eigentlich dieses Versprechen von Friedrich Merz umsetzen, dass tatsächlich die Ergebnisse halbiert werden. Das gelang bis jetzt bekanntlich überhaupt nicht. Dass die Union es bislang nicht geschafft hat, Wählerstimmen von der AfD wegzuholen, wird zum Problem. Denn damit wird eine Frage auf dem Parteitag lauter: Was tun? Bleibt es beim Merz-Kurs, der sich sprachlich öfter in eine populistische Richtung bewegt, sich über Gendersprache aufregt oder in Talkshows erklärt, Eltern von Schülern mit Migrationshintergrund würden Lehrkräfte angehen? Insbesondere wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen. Da fängt es an. Oder bewegt sich die Partei lieber in Richtung von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der immer lauter betont, das Herz der CDU schlägt in der Mitte. Die Mitte der Gesellschaft ist das, was meine Partei immer geprägt hat, sowohl bei der Frage, aus welcher Perspektive machen wir Politik und wen adressieren wir mit unserer Politik. Und ich werbe dafür, dass das unser Kompass ist. Vielen Dank. Damit verärgert der NRW-Ministerpräsident seinen Parteichef offenbar sehr. Sichtbar wird das heute in Berlin nach Wüsts Rede. Merz applaudiert kurz, widerwillig, alle anderen deutlich mehr und länger. Hendrik Wüst hat heute viel Applaus bekommen, aber die Anhänger der reinen Lehre, die gern über Genderwahn und Wokeness reden würden, die werden noch nicht aufgeben. Die werden versuchen, den Kurs weiter in ihre Richtung zu lenken. Also dieser Richtungsstreit in der CDU, der ist noch nicht entschieden. Nicht entschieden auch eine zweite wichtige Frage. Wer wird 2025 eigentlich Kanzlerkandidat der Union? Bringt sich Wüst gerade in Stellung? Zumindest zeigt er ein gewisses Interesse, aber zunächst mal muss er sich ja auch erstmal im eigenen Land auch noch mal weiter bewähren. Und insofern, ja, da ist ein gewisses Interesse signalisiert, aber mehr würde ich jetzt auch nicht sehen. Merz, Wüst oder Söder? Kommt er im Oktober in Bayern auf über 40%, könnte auch er Kanzlerkandidat werden wollen. Also sprechen wir mit jemandem, der aus NRW kommt und den Kurs der CDU mitbestimmen möchte. Bundesvorsitzende der Jungen Union. Gerade hat er noch auf der Straße die letzte Generation interviewt. Sitzend, jetzt interviewen wir ihn, Johannes Winkel. Guten Abend nach Berlin. Guten Abend, hallo. Sie sagen, Ihre CDU darf nicht grüner werden als die Grünen und nicht populistischer als die AfD. Was heißt das? Ja, meine Vorstellungen von einer starken Union sind eben hart in der Sache und gleichzeitig smart in der Sprache. Und das übersetze ich so, wie Sie es gerade gesagt haben. Niemand in Deutschland braucht eine Union, die grüner ist als die Grünen inhaltlich. Aber genauso will eben kein Wähler der bürgerlichen Mitte eine Union, die populistischer auftritt als die AfD. In beiden Fällen wählen die Menschen das Original. Und deswegen habe ich es auf den Punkt gebracht mit der Forderung, hart in der Sache, smart in der Sprache. Und ich glaube, das könnte eine gute Losung für die CDU für die Zukunft sein. Sie sagen es gerade, die Menschen wählen das Original, die AfD. Ihr Vorsitzender Friedrich Merz hat gesagt, er holt die AfD-Wähler zurück. Das Gegenteil, muss man sagen, ist momentan der Fall. Was macht Friedrich Merz falsch? Also bei der AfD würde ich erst mal sagen, man sollte sie nicht komplett ignorieren. Momentan wählen würden um die 20% der Deutschen die AfD wählen. Ein großes Problem in Ost und West, das muss man sich klar machen. Und man kann jetzt entweder es sich sehr einfach machen und sagen, wir ignorieren diese Leute einfach oder die als Nazis, Rechtsextreme abstempeln. Oder man schaut sich das ein bisschen differenzierter an. Das habe ich gemacht. Ein Drittel der AfD-Wähler sagen, sie wählen die AfD aus Überzeugung, also aus rechter, vielleicht sogar rechtsextremer Überzeugung.
Da muss die CDU sagen, die wollen und können wir auch gar nicht zurückgewinnen. Aber wenn 2/3 der AfD-Sympathisanten sagen, sie wählen die AfD nicht aus Überzeugung, sondern nur aus Protest gegen die Ampel, dann würde ich sagen, es ist die demokratische Aufgabe der Union, diese Menschen wieder für die politische Mitte in diesem Land zu begeistern. Und das sind 12, 13, 14% der Deutschen. Ja. Und ich glaube, diese Zahlen könnten wir auch als Union noch ganz gut gebrauchen. Aber einige in Ihrer Partei, hat man das Gefühl, Sie haben gerade gesagt, die Sprache, die fischen ja doch sprachlich auch im gleichen Wasser wie die AfD. Also ich muss gar nicht die kleinen Paschas von Herrn Merz wieder rausholen, aber immer wieder gibt es diese brachiale Rhetorik, Energiestasi, Schnüffelstaat, grüne Bevormundung. Das heißt, das finden Sie nicht richtig? Ich glaube, das bringt uns am Ende des Tages nicht weiter, denn auch da wählen die Leute auch die Partei, die im Ton aggressiv auftritt, das ist die AfD. Und insofern bringt das die Union nicht wirklich weiter. Was wir machen müssen, ist eben hart in der Sache zu streiten und gleichzeitig seriös im Ton zu bleiben. Und wenn wir die Kombination über eine längere Zeit gut hinbekommen, dann haben wir, glaube ich, wirklich gute Chancen, in der politischen Mitte auch über die 30 Richtung 35% in der nächsten Zeit zu kommen. Okay, das ist eine Ansage. Was sich die Union, die CDU dabei nicht leisten kann, ist wieder ein Hickhack um die Kanzlerkandidatur. Für manchen bringt sich Hendrik Wüst schon als Kanzlerkandidat in Stellung. Finden Sie, Wüst sollte sich zur Wahl stellen? Also ich bewerte die Kanzlerkandidatur dann, wenn einer oder eine sich offiziell dazu äußert und sagt, ich möchte es werden. Vorher beantworte ich da hypothetische Fragen. Was wäre, wenn er oder sie das machen würde, nicht. Und ich glaube, darauf sollte sich auch die Union konzentrieren. Wir beraten gerade ein Grundsatzprogramm. Da haben wir ehrlicherweise mehr als genug zu beraten. Okay, dann kriege ich keine Antwort, Merz oder Wüst, ob Sie eine Präferenz haben. Nein, es gibt keine Präferenz, weil sich noch keiner geäußert hat. Und insofern wird das für mich keinen Sinn ergeben. Kenne Hendrik Wüst sehr gut, kenne auch Friedrich Merz sehr gut. Kommt bei mir aus Südwestfalen. Insofern kennen wir uns alle sehr gut. Und ich glaube, das sind alles hervorragende Politiker. Man kennt sich in der CDU. Johannes Winkel, der Vorsitzende der Jungen Union. Vielen Dank für das Gespräch heute Abend. Vielen Dank Ihnen.